Moinsen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum GameStop Simulator. Ja, wir starten gleich mit einem neuen Tag. Wir haben ja in der letzten Folge alles erledigt. Da müssen wir nicht groß rumschnacken. 1100, ja, ist nicht wirklich viel, was wir verdient haben in der letzten Folge. Da hinten läuft schon der erste Kunde. Hierher! Hallo! Schon wieder die Maus im Bild. Ich werde irre! Komm her hier! Komm, rangerutscht auf Zentimeter! Ich fühle mich so einsam. Ach, da kommt jemand. Hallo. Guten Tag. Hallo. Schön hereinspaziert hier. Unfall. Oh nein. Oh Gott. So. Genug gesponnen. Jetzt reicht's. Ich brauche mal wieder ein bisschen actiongeladeneres Spiel. Ja. Da kommt meine Action. Hallo. Aktion, Pau. Falscher Knopf. So. Dann mal rein und schon die erste Frage. Was darf es sein? Was darf ich dir antun? Du möchtest Aufbausimulation. Alles klärchen, mein Bärchen. Weiter geht's mit einem Jump and Run. Was darf es hier sein? Action. Sehr gute Wahl. Und du möchtest auch Jump and Run. Sehr gut. Nehmt mit. Mein Lager ist voll. Und vergesst nicht, eure Kohle hier zu lassen. Als Tausch dagegen. Nicht wahr? Hey. Was darf sein? Wo du simulieren kannst. Das kannst du zu jeder Zeit, mein Freund. Zu jeder Zeit kannst du simulieren. Okay, jetzt heißt es erstmal wieder warten. Auf Frage. Oder auf sauber machen. Und sorry, Leute, dass ich immer so müde bin. Wird wahrscheinlich demnächst nicht mehr vorkommen, weil sich meine Arbeitszeiten wieder ändern werden. Ab demnächst werde ich dann wieder so arbeiten, wie ich jetzt eigentlich aufnehme. Vormittags, in der Früh. Das heißt, ich werde ab jetzt dann nachmittags aufnehmen. Oder vielleicht auch mal etwas später. Dann werde ich nicht mehr so müde sein, denke ich. Aha. Hoffe ich. Lassen wir uns mal überraschen, was es sein wird. So, 7 von 15. Die Leute kaufen ohne Fragen. Perfekt. So, die wird jetzt fragen, weil ich jetzt gerade... Nein. Oh. Wow. Ich dachte, weil ich jetzt gesagt habe, so und so... Ey, die wissen alle, was sie wollen. Was ist los hier? Ja, natürlich. Er hier wieder, ne? Ja, du möchtest was lösen. Ja, der löst doch was. Warum musst du mich deswegen nerven? Ich habe da hinten gerade so schön total antiaggressiv gestanden. Seht ihr? Und kaum muss ich mich bewegen, kommen auch die Diebe schon wieder. Das ist kein gutes Omen. Deswegen wäre ich am besten da hinten stehen geblieben. Oder noch besser, im Bettchen liegen geblieben. Dann wäre ich jetzt nicht müde. Ah, bin schon da. Was darfst du sein? Du möchtest Entdeckungen machen? Ja, dann mach schnell Entdeckungen. Da hinten ist noch eine, die was wissen möchte. So. Ja, Abmarsch. Warte. Ich guck euch zu. Okay, die hat eh schon Dreck gemacht. Okay. Das war ein besserer Schnitt jetzt. Hey, hör auf! Ich hätte mir mal einen Kaffee machen sollen. Bevor ich aufnehme. Vielleicht wäre ich dann nicht ganz so müde. Jetzt ist er weg. Ah. Hat aber gedauert. Gestern ging das irgendwie ein bisschen schneller. So. Was ist los?
Ah. Da kommt Beutolomäus. Fragen? Bin schon da. Was kann ich Ihnen antun? Okay, wo du bauen kannst. Jetzt habe ich Geist verbessert. Hier, dieses. Hier kann ich nicht so gut. Ne? Doch, hier habe ich auch sehr guten Blick. Wenn ich in der Tür stehe. Perfekt. Boah. Ob das eine Krankheit ist, wenn man immer so müde ist? Wo du bauen kannst, kannst du hier. Jetzt habe ich vom Gähnen auch noch Pipi in den Augen. Oh Gott. Nee, ich brauche mal wieder ein bisschen Action. Also ein bisschen mehr zu tun. Ein paar Sachen bauen. Nein. Okay, dann habe ich Zeit für dich. Kombos und Gewalt. Is no problem, my friend. So. Hast du Frage? Nee, aber die Puzzle gehen heute wieder sehr, sehr gut anscheinend. Action. Ja. Hey. Puzzle. Na, seht da noch ein Puzzle. 17,4 haben wir wieder. Oh, sag ich wieder rum. Das geht nur ab. Okay. Dann machen wir sauber. Alles erledigt. Auffüllen tue ich gleich in dieser Stunde, bis die Kunden kommen. Nächster Tag. Attacke, 1115. Aber im Moment ist nicht so gut, ne? Also, gerade nehmen wir nicht so viel ein. Komm, gib mir Puzzle. Ich muss das da einfügen. Da. Sonst fehlt irgendwo sehr viel. Nö, ne? Hauptsächlich haben sie Puzzle gut. Sehr schön. Natürlich. Gleich für den Morgenkaffee. So. Bin ich froh, dass ich den Typen nicht getroffen habe. Das war sehr riskant. 4019 XP. Habe ich dafür, dass ich den Typen gerade geschlagen habe, XP bekommen? Bin gerade. Habe ich das richtig gesehen? Oh. Okay. Aha. Beim nächsten Mal steht hier so ein Pott Kaffee. So ein Pott Kaffee. Am besten intravenös gleich. Damit ich währenddessen noch reden kann, während ich mir den Kaffee einflöße. Gut. Ist jetzt ein bisschen früh gewesen, aber immerhin. Ja, seht ihr? Da haut sie gleich wieder ein hin. So. Tür im Blick, Regal im Blick. Besser geht's nicht. So. Oh, Frage. Bin schon da, Püppi. Du möchtest Entdeckungen machen. Ja, dann mach das doch. So, wieder auf meinen Platz. Noch ein zurück. Okay, perfekt. Das ist Millimeterarbeit. Keine Frage. Och, bitte. Ich habe mich gerade hingepackt, Mensch. Hier. Oh, ich muss sauber machen. Seht doch mal zu. Möchtest du es lösen? Hier, bitte. Du? Auch noch Frage. Springen. Bitte, bitte, bitte. Mach das. Okay, warte. Bisschen sauber machen. Du weißt doch bestimmt, was du willst, ne? Dankeschön. Oh, da flutscht wieder ein Dieb. Hi. Ja, es heißt zwar, man bekommt sein Geld wieder, wenn der Dieb geklaut hat, wenn er erfolgreich war. Aber ich lasse es nicht drauf am... Was ist los?
heute. Aber was stimmt nicht mit mir? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das kommt ja öfters in deinen Videos vor. Ja, weil ich sehr viele Videos an einem Tag teilweise aufnehme. Und das alles hintereinander weg dann. Und dann ist es für mich so heute, für euch ist es vielleicht 3-4 Tage. Ne? Deswegen wundert euch nicht, wenn ich das sage. Hey, ich hab gerade sauber gemacht da. Deine Pissflitsche. Was mit dir? Du möchtest simulieren. Ja. Okay. Aha. Ja, alles soweit noch vorhanden. Wollen wir uns King Kopf machen? Kein Dieb, keine Frage. Doch, da ist eine Frage. Was darf's denn sein? Mit Rauch. Okay, bitte. Nimm dies. Oh. Nimm das doch einfach. Nerv mich doch nicht. Mein Gott, was ist los mit euch? Okay, du möchtest Sandburgen bauen. Bist du aus dem Alter nicht langsam mal raus, Mädchen? Es gibt andere Sachen, die man in deinem Alter machen könnte. Da kann man auch bauen. Verschiedene Stellungen einnehmen. Wenn du verstehst, wo ich meine. So, Dieb? Nee, Frage. Also Nervensäge. Geisterverstand. Ja, wie wäre es, wenn du mal Verstand hättest und wüsstest, was du willst? Oh, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, es tut mir so leid. Das zweite unschuldige Opfer. Aha. Nein, bitte verzeiht mir. Aha. Ich habe das nicht so ernst gemeint. Also, ich habe schon ernst gemeint, nur nicht für den Typen. Nicht für die Tusse. Der Dieb sollte schon die Keule zu spüren bekommen. Aha. Ich drücke doch schon. Aha. Hey, hör auf. Bauch. Gut. Hey, hau. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin hier. Das ist so anstrengend alles mit euch, Leute. So. Nein, das ist nicht gut. Dem ist zu teuer? Momentchen mal. Das klären wir, Freundchen. So. Ja. Ich hoffe, es war ein langer Todeskampf, Freundchen. Ein qualvoller. Das ist für mich auch Qual, dass du hier nichts kaufst. Ich gebe mir hier so eine Mühe mit dem Laden und du gehst einfach ohne zu kaufen raus. Oder wolltest es zumindest. So ist brav. Schön mitnehmen. Ganz brave Leute. Vorzeigekunden. Aha. Aha, ja. Nimm ruhig mit. Hab keine Angst. Keine Angst. Kostet doch alles nix. Nur ein bisschen Geld. Aha. Und davon habt ihr doch bestimmt genug, so oft wie ihr hier reingerannt kommt. Du auch eine Frage? Nein. Brav. Seht euch das an. Ein Missgeschick vor der Tür und schon kaufen alle brav ein. So. Ja. Nein! Du blöder Dieb! Hätte ich den mal erst drinnen erschlagen. Oh, nee. So. Das hätten wir. Hier ist alles sauber. Jetzt füllen wir noch einmal die Dinger hier ein bisschen auf. Machen wir das? Machen wir. So. Perfekt. Oder? So, muss noch irgendetwas dringend aufgefüllt werden? Nee, das hier schon gar nicht. Also, ich glaube, demnächst werde ich mal die Regale upgraden. Noch einmal. Kostet alles 40? Und wie viele Regale habe ich hier stehen? 5. Hier habe ich doch auch noch welche, ne? Wartet mal, lasst mich das mal mitnehmen.
Aha. Drehen. Ah ja, genau so war drehen. Ah. Wenn ich das hier so hinstelle. Geht nicht wegen diesem Affen da. Und dahinter kann aber keiner gucken. Okay. Mach das mal wieder weg. Ich schau dann mal, ob ich die Dinger mal aufstelle, so zwischen den Folgen. Jetzt ist erstmal Feierabend, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder einschalten. Also, macht's gut. Ciao.